für dieses Jahr seine Pforten. So viel zum ersten Teil vom SKB-Journal. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit der DSDS-Hoffnung aus Brandenburg an der Havel. David Petters, bleiben Sie dran. Das Jugendtheater von Christiane Ziel gilt bei vielen als Talentschmiede. Auch wenn nicht jeder beim Schauspiel bleibt, machen manche doch Karriere im Business der Reichen und Schönen. Einer von ihnen ist David Petters. Nach einer Echo-Nominierung mit seiner Band Sharona als bester Newcomer 2010 ist er nun auf dem Weg zu Deutschland sucht den Superstar. Ich treffe den jungen Havelstädter im Brandenburger Theater. Vor fast 6 Jahren hat er hier seine Karriere begonnen und dabei nicht nur Bühnenluft geschnuppert. Da konnte man im Theater natürlich wunderbar hinter die Kulissen gucken, wie Kostüme gemacht werden, wie das alles abläuft. Und es war natürlich auf einer Seite eine schöne Gruppenerfahrung, weil das Jugendtheater war ja ein Rudel von verschiedenen Charakteren. Das war wunderbar. Ich erinnere mich da an ganz verrückte Vögel teilweise. Und das hat sich immer so weiter fortgeführt. Fortan will ich nie mehr sein, Romeo. Fortan will ich nie mehr. Dabei war es vielleicht auch gerade die Arbeit mit den unterschiedlichen Charakteren, die ihm am Anfang seiner Karriere half, mit Kritik und hohen Erwartungen umzugehen. Der Druck zum Jugendtheater, jetzt wenn ich es mal vergleichen muss, ist eigentlich gar nicht so anders. Also man hat halt ein Stück, man hat ein Projekt, an dem man arbeitet, und das ist jetzt in dem Job auch nichts anderes, nur dass halt mehr Zuschauer sind. Du hast im Theater natürlich eine begrenzte Gruppe, die da in den 4 Wänden drin sitzen, und was ich jetzt mache mit Fernsehen, es geht natürlich über alle Mauern hinaus, es kann jeder einschalten, es kann jeder auf YouTube nachgucken, auf den ganzen Kanälen im Internet suchen. Ist natürlich irgendwie wie so ein Tattoo, was nicht weggeht. Und ein Tattoo ist die Super-RTL-Casting-Band Sharona. Gegen fast 4000 Bewerber aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden konnten sich David und seine 3 Bandkollegen durchsetzen. Singen, tanzen, entertainen. Jetzt konnte er einem Millionenpublikum zeigen, was in ihm steckt. Das auch sehr erfolgreich. Ein Jahr lang Musik gemacht, Album Top 20, 4 Singles haben wir rausgebracht, und zum Schluss dann zum krönenden Abschluss 2010 im März wurden wir für den Echo nominiert als Best Newcomer, und das war für mich nochmal ein schöner Abschluss, und baue halt wie auch auf dem Jugendtheater darauf auf und nehme das als Erfahrung mit. Schön, dass du da bist. Auch immer mit dabei, Davids größter Fan und Unterstützer, seine Mutter, die ihm vor allem hilft, mit Ängsten wie Lampenfieber umzugehen. Das Lustige ist, Lampenfieber ist so ein Thema für sich, das werde ich auch öfter gefragt. Das Komische ist, es vergeht nie. Ich glaube, ich kann 80 Jahre alt werden, wenn ich das Glück habe, mit 80 noch auf der Bühne zu stehen, werde ich immer noch aufgeregt sein, und mit dem Unterschied, dass ich es wahrscheinlich dann nicht mehr so halten kann, wenn es dann kommt. Kommen wird das Lampenfieber ganz bestimmt, denn David ist jetzt bei der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar dabei. Das erste Casting hat er bereits hinter sich, und nun warten noch ganz neue, spannende Herausforderungen auf ihn. Ja klar, es ist natürlich wieder ein ganz anderer Druck, ne? Damals Sharona 3500 Leute und jetzt 35.000, das ist ja Wahnsinn. Also man macht sich überhaupt keinen Kopf, wie viele Leute das sind. Ja, du kannst ja nicht alle in einem Raum stecken und mal gucken, okay, so viel sind 35.000. Natürlich kommt wieder Thema Angst. Bin ich gut genug, mich mit 35.000 Leuten zu messen? Und ganz ehrlich, im Moment frage ich mich auch, was hat mich dazu bewogen, da mitzumachen. Aber wie gesagt, da muss man wieder einfach das Vertrauen haben. Jeder hat so einen Urinstinkt in sich, so ein Gefühl. Und ich dachte mir einfach, okay, ich bin gut, ich kann was, und das zeige ich auch. Und ob es dann im Endeffekt reicht, muss man ja dann halt sehen. Das wird man sicher. Spätestens ab dem 7. Januar, wenn die neue Staffel DSDS anläuft und David dem Pop-Titan Dieter Bohlen zeigen kann, was er drauf hat. So lange will ich aber nicht warten. Ich habe jetzt nicht zufällig, sondern ganz bewusst eine Gitarre mitgebracht. Oh, okay. Und möchte natürlich auch hören, wie das jetzt klingt als Solo-Künstler. Okay, willst du eine Kostprobe haben von mir? Ganz genau. Okay, kannst du haben. Mal gucken, das ist ja schon mal super. Warte mal, ich muss mich mal kurz entblättern. Ja. Gitarre ist schon mal lustig, weil ich spiele irgendwie seit ich 16 bin, 17 Gitarre. Und das ist ja cool. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt damit klarkomme. Ich stimme einfach was an. Okay. My mama told me when I was young, we are all born superstars. She rolled my head and put her lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe.
So hold your head up, boy, and you go far. Listen to me when I say